Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein paar lustige Sachen. Und zwar drehen sich ja viele Sachen oder viele Halbwahrheiten um irgendwelche Gegenstände, die man zum Bushcraft unbedingt braucht. Die müssen namhaft sein, die müssen teuer sein. Und ich will der ganzen Geschichte mal ein bisschen nachgehen. Und habe mir gedacht, wir bestellen auch mal so das günstigste an Bushcraft-Ausrüstung, was man so im Internet findet. Und habe ich im Internet ein bisschen geguckt und bin im Endeffekt dazu gekommen, dass es so wirklich günstige Sachen, also gibt's, aber nicht so richtig günstig. Und um richtig günstig zu sein, müssen wir zu AliExpress. Und das machen wir jetzt mal. Und ich switch mal kurz um auf die Bildschirmkamera und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, jetzt sind wir bei AliExpress drin. Ich habe schon ein paar Sachen rausgesucht. Das ist einmal hier so eine Handkettensäge für starke 47 Cent, ein Multitool, was jetzt für 2,34 € drin steht, aber hier für 7,15 €, die wurde mir gar nicht angeklickt sind. So. Das finde ich interessant, eine Schaufel, ein Messer, ein Schraubenzieher, dann hier so ein Ding zum Scheibe einschlagen und was auch immer das sein soll. Ja. Steht hier für 10,38 € drin und hier auf immer für 21,30 € knapp. Ein Messer, sehr kurz hier, 5 cm Klingenlänge, so wie das aussieht. Dann haben wir noch so eine komische Karte, die hier alles mögliche soll, können. Feinsäge, ne? Das ist was, ich verstehe nicht, was soll da eine Säge sein. Werden wir alles rausfinden, 1,80 €. Eine Taschenlampe für 82 Cent, die angeblich 1000 Lumen haben soll. Und eine Klappsäge, die eigentlich ganz schick aussieht. Hier steht schon irgendwas von Damaskus, keine Ahnung, werden wir sehen. Auch recht günstig, mal gucken, was er hält. Den ganzen Quatsch bestelle ich jetzt. Muss ich mich erstmal anmelden, habe ich noch nicht gemacht. Den ganzen Quatsch bestelle ich jetzt und dann sehen wir uns wieder, wenn das Zeug da ist. So Leute, es sind 2 Wochen vergangen. Es sind tatsächlich nur 3 Pakete angekommen. In dem einen hat es sich aber so angefühlt, als wären zwei Sachen drin. Ich habe die Sachen noch eingepackt. Jetzt seht ihr das vielleicht schon im Rucksack. Es kam auch kein Brief vom Zoll oder irgendwas, dass ich was abholen soll. Aber schauen wir mal, was drin ist. Vielleicht dauert auch was übelst lange und das kommt erst nochmal in 2 Wochen. Aber wenn das so sein sollte, informiere ich euch natürlich darüber. Aber das Zeug liegt jetzt schon 3 Tage, 4 Tage bei mir zu Hause rum. Habe noch ein bisschen gewartet und ich wollte jetzt einfach selber wissen, was ankam und wie das ist. Jetzt suchen wir uns eine geeignete Stelle. Ich laufe gerade ein bisschen durch den Wald und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was jetzt hier drin ist. Also ich vermute ganz stark, dass hier die Säge drin ist. Was anderes gibt mir hier auch nicht viel Sinn. Gucken wir mal rein, die ganze Geschichte. Ich weiß nicht, wie ich es am besten abschneiden soll. Dass ich irgendwas kaputt mache. Das macht das mal einen sehr soliden Eindruck hier in der Packung. Ist auch relativ schwer, muss ich sagen. Hat hier so ein Teil, wo man das an den Gürtel festmachen kann. Hier. Das ist ein Gummi, schiebt man den Gürtel durch. Und man kann das Sägeblatt wechseln. Das ist ja cool. Das sieht auch aus wie so ein ganz herkömmliches Blatt, das man überall nachkaufen kann. Fühlt sich auch sehr, sehr scharf auf den ersten Blick an. Oder auf den ersten Griff. Na, probieren wir gleich aus. Denn hier vermute ich ganz stark, ist das kleine Messer drin.
gut. Also die Packung sieht schon ein bisschen malträtiert aus. Aber die hat ja auch schick hinter sich. Und nochmal Verpackung. Ja, tatsächlich ist das kleine Messer drin. Eine Bedienungsanleitung für ein Messer. Das ist ja wirklich süß. Das ist so groß, kleiner als meine Hand, also meine Handfläche so groß. Was mich ein bisschen triggert direkt, ist der Griff. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ist aus Plastik. Das macht erstmal einen ultrascharfen Eindruck. Ach ja. Und es hat quasi eine Fixierung für die Schneide. Einklappen und zurückdrehen. Hier hinten noch irgendwas dran, wo ich noch nicht genau weiß, was das sein soll. Vielleicht wisst ihr, dass es auf beiden Seiten so eine Kerbe drin. Also niedlich ist es, absolut. Liegt auch sehr gut in der Hand dafür, dass es so klein ist. Was mir nicht so gefällt, ist, dass das hier direkt vor der Klinge ist, wenn man das in der Hand hat, dass man nicht hier drüber rutscht. Aber liegt trotzdem ultra gut in der Hand. Testen wir auch gleich. Und im letzten Paket hier fühlt es an, als wären zwei Sachen drin. Noch mehr drin. Ach klar, natürlich. Unsere kleine Karte. Oh Gott, die ist ja... Ich habe Angst, dass man die gleich verbiegt, wenn man die benutzt. Also den Bieröffner hier, ich glaube, wenn man den benutzt, ist das Ding direkt verbogen. Dann ist hier eine Klinge dran, die... Also die hat hier sogar ein Grat. Naja, schauen wir mal. Das fühlt sich an wie die Taschenlampe, wo scheinbar keine Batterien dazu sind. Die fühlt sich schon alles andere als wertig an. Das ist hier auch Plastik. Oh, gut, so rum nicht. Und das Teil soll 1000 Lumen haben, wenn ich mich richtig erinnere. Kriege ich den Deckel gar nicht mehr drauf. Na, direkt zerrammelt. Jetzt. Aha, kann man hören. Quasi noch einstellen. Und hier kommt die ganz normale AA-Batterie rein. Oder AAA. Wie auch immer. Die kann ich jetzt nicht direkt testen. Aber das schneide ich definitiv ins Video rein. Ich habe nämlich keine Batterien hier mit. Und dann, hier vermutlich ist diese kleine Handkettensäge, wie auch immer das nennt, drin. Sogar einen kleinen Etui. Ja, genau. So. Also von der Größe würde ich sagen, ist es in Ordnung. Von der Schärfe her ist auch okay. So, ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, ob unsere drei Sachen scharf sind. Säge, Messer, Kettensäge. Ich schreibe erstmal meinen Müll weg. Guck mal, wie viel Müll hier angefallen ist bei diesem bisschen Zeug, was hier kam. Das ist ja eine irre. So, schreiben den ganzen Kram weg und suchen wir mal was Vernünftiges zum Schneiden. So, Test 1 ist unsere Säge. Schauen wir mal. Absolut.
glaube, da kann man definitiv nicht meckern. Wunderbar. So, Test 2. Das ist unsere kleine Handkettensäge. Ich bin aktuell noch nicht so richtig davon überzeugt. Ja, jetzt verkantet sich schon. Oh. Setz noch mal neu an. Nee, das verkeilt sich schon. Einen Schnitt werden wir da hinkriegen hier. Ich habe bei der leichtesten Bewegung. Nee. Sobald ich die in die Gegenrichtung ziehe, der Kettensäge dreht sich immer in eine Richtung. Und die Richtung ist quasi hier nach oben. In die Richtung funktioniert die wunderbar. In die andere Richtung, wenn ich die zurückziehen will, keine Chance hier. In die Richtung geht's. Also man könnte jetzt quasi immer nachsetzen. Und dann in einer Dreiviertelstunde das Ding schneiden. Aber wenn wir dann fertig waren. Also ich würde sagen, die, das ist ein Witz. Dann lieber entweder in eine wirklich eine bessere Säge investieren. Also in eine Handsäge oder ich weiß nicht, ob es sowas von namhaften Herstellern gibt, dass das dann besser funktioniert. So, zu guter Letzt das Messer. Ich teste erstmal mit dem, das ist mein frisch geschliffenes. Das ist ultra scharf. Und gucken wir mal, was das kleine Ding hier kann. Wie gesagt, liegt gut in der Hand. Ich habe nur ein bisschen Angst wegen der Kante vorne. Und das Einzige, was schade ist, dass der Griff aus Plastik ist. Aber scharf ist es alle Male. Ja. Also Schärfe, das hat definitiv bestanden. Die Frage ist halt nur, was ist, wie gut ist der Stahl? Weil hier steht nur drauf China. Und wie lange kann man damit vernünftig schneiden, bevor es stumpf wird? Das gleiche natürlich bei der Säge auch. Was ist das für ein Stahl, was dort verwendet worden ist? Wie lange ist das scharf? Ne? Nützt ja nicht, wenn ich 30 Äste schneide, dann ist das Ding stumpf. Langzeitbericht kann ich jetzt natürlich keinen machen, aber ich muss sagen, der erste Eindruck von dem Messer sowie von der Handsäge ist top. Also da kann man wirklich zu solchen ultra günstigen Sachen greifen. Diese Mini-Handkettensäge, die ist für die Katz, die ist definitiv nicht zu empfehlen. So, ich würde sagen, wir gucken uns die Karte noch mal ein bisschen genauer an. Also auf den ersten Blick ist hier einfach nur ein bisschen Schnur. Das ist ja nicht mal Paracord, das sieht aus wie so ein ganz billiger Schnürsenkel. Einfach hier reingewickelt. Den wickeln wir jetzt mal ab, vielleicht ist ja hier noch was drunter. So, wir haben jetzt hier, ich würde sagen, naja, lass es 1 Meter Schnur sein. Gucken, ob ich das von der Hand zerrissen kriege. Nee, also von der Hand kriegt man es definitiv nicht zerrissen. Nee, das ist relativ stabil, aber ist halt auch nur 1 Meter. Ne? Jetzt ist es vielleicht 1,20 Meter. Also zurück im Rucksack. Und jetzt zur Karte. Also, was ist hier dran? Eine kleine Skala, das ist wahrscheinlich Zoll, also man kann damit bis 3 Zoll messen, wozu auch immer man das im Wald braucht. Dann ist hier dran
Achso, ein kleiner Schlitzschraubenzieher. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Dann haben wir einen etwas größeren Schlitzschraubenzieher. Dieses Teil. Einen Schnurschneider. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob das Ding scharf ist. Extrem scharf. Nicht. Dann ist hier dran dieses Ribbelige. Wozu auch immer das sein soll. Ich weiß nicht, ob man damit sägen soll oder wahrscheinlich hier so einen Ast. Dann ist direkt ein Kratzer drin. Dann haben wir hier die Teile hier. Das sollen kleine Schlüssel sein wahrscheinlich. Maulschlüssel, Ringschlüssel, sowas in der Richtung. Weiß ich nicht, 4, 6, 8, 10 vielleicht. Dann Dosenöffner oder halt Flaschenöffner. Dann weiß ich nicht, ob das nochmal ein Flaschenöffner sein soll, das kleine. Und hier ist noch eine ganz kleine Klinge dran. Wir werden mal gucken, ob man damit hier was geschnitten kriegt. Ich weiß nicht, was das Teil kam. 2-3 Euro. Die hätte man besser anders investieren sollen. Also das ist ja der größte Bullshit, den ich seit langem gesehen habe. Fangen hier vorne an der feinen Kante. Ich hoffe, das fokussiert hier ein bisschen. Da ist ein Grat dran. Ich weiß nicht, ob das eine Schneide sein soll, aber hier ist ein Grat dran. Das kann gar nicht funktionieren. Naja, also das Teil ab in den Rucksack. Müll. Ich begebe mich jetzt nach Hause, lege in die Batterien, lege ich jetzt Taschenlampen ein. Natürlich nicht, ich lege jetzt in die Taschenlampe Batterien ein und dann gucke ich mal, ob ich einen Vergleich zu Hause habe mit 1000 Lumen. Und dann gucken wir mal, was die Kleine kann. Wir können ja warten, bis dunkel ist, so lange soll das ja nicht mehr dauern. So Leute, wie versprochen, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Probieren wir jetzt gleich noch die Taschenlampen aus. Ich spiele jetzt noch eine Runde mit dem Hund, der kleine Mann. Und wir gehen jetzt mal dahinter, wo es wirklich finster ist. Und ich habe zum Vergleich meine Olight P-Run 2 mit. Die hat im normalen Modus hat die 1000 Lumen und im Maximalmodus 2500. So als Vergleich, ne? 1000, 2500. Ne? So, 1000. Wie halte ich ihn jetzt am besten? Ich weiß gar nicht. So. So? So ist was. 1000. Und hier sitzt die Kleine. Das soll angeblich auch 1000 sein. Machen wir die OLED aus. Also. Ne? Ich mache die OLED wieder an. Das sind echte 1000. Also das ist ja ein Witz. Ich meine, ich sehe jetzt was, wenn ich unterwegs bin. Aber also es reicht auch aus, ne? Gar keine Frage. Die macht auch relativ hell. Aber 1000 sind das nicht. Aber wenn ich sehe, was das hier macht, das leuchtet direkt den ganzen Platz hier vor mir aus. Oder dann noch. So. Ah, das ist schon. Ne? So, und dann nochmal. Zack. Jetzt noch ein anderer nur wie das hier. So. Süß. Kleiner Mann. So Leute, ich war schon im Schnitt und habe gemerkt, dass ich euch gar nicht ordentlich auf Wiedersehen gesagt habe. Das wollte ich jetzt nochmal machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da. Ich würde mich freuen, wenn ihr was unter die Kommentare schreibt, was ich als nächstes testen soll. Oder wenn es noch was gibt, wo ihr sagt, oh, das ist übelst günstig, das gibt es bei Wish, AliExpress, Amazon, aber das kostet ein Apple und ein Ei. Teste mal, wie gut das ist oder wie schlecht das ist. Dann schreibt es gerne drunter. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Ciao!